Video-Essay. Ein Video-Essay ist eine neue Prüfungsform, die ich an der PH Ludwigsburg eingeführt habe. Zum Beispiel in der Vorlesung Einführung in die Medienpädagogik können Sie künftig Video-Essays erstellen als Prüfungsleistung. Und in diesem Video würde ich gerne ein paar Fragen klären, die Studentinnen und Studenten mich immer wieder fragen, wenn es um dieses Video-Essay geht. Und die erste Frage ist zunächst mal die Frage nach dem Format. Also wie kann so ein Video-Essay aussehen? Welche Genres sind möglich? Meine Antwort darauf immer, alle. Tatsächlich sind Ihrer Kreativität bei dieser Prüfungsform keine Grenzen gesetzt. Das heißt also, Sie können ein Erklärvideo machen. Sie können ein Tutorial machen. Sie können sogar einen kurzen Spielfilm drehen. Eine Komödie, eine Tragödie. Sie können auch einen Trickfilm machen. Sie können Legetechnik zum Beispiel nutzen. Sie können ein Interview organisieren. Sie können wir hatten auch schon Musikclips. Also es gibt wirklich alles, was Ihnen einfällt. Ihrer Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass Sie im Rahmen dieses Video-Essays einen Sachverhalt, eine Fragestellung, die Ihnen aus der Vorlesung in Erinnerung geblieben ist, die Sie besonders beschäftigt hat, herausgreifen und entsprechend bearbeiten, weiterführend bearbeiten. Also machen Sie nicht einfach nur eine Zusammenfassung in diesem Video, das wird auch kaum gelingen, weil diese Vorlesung ist wirklich sehr, sehr umfänglich. Aber greift sich ein Teilaspekt raus, zu dem Sie noch ein bisschen weiter forschen, eine Frage vielleicht klären und das Ergebnis dieser Frageklärung, das Ergebnis dieses Weiterforschens, das präsentieren Sie entsprechend dann in Ihrem Video. Und wie gesagt, in allen möglichen Formaten, Genres, was Ihnen entsprechend dazu einfällt. Eine weitere Frage, die Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen bisher immer wieder stellen, sind, wie lang muss denn eigentlich ein solches Video sein? Und auch da sind Sie relativ frei. Vorgabe so etwa so 5 bis 10 Minuten. Es kann durchaus auch, wenn Sie 4 Minuten haben, dann machen Sie nicht ein langes Intro und ein langes Outro da dran und nur um sozusagen die Zeit zu erzeugen. Oder auch wenn es ein paar Minuten länger geworden ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Hauptsache es wird rund. Also das heißt, es kommt eher auf den Inhalt an als auf solche formellen Dinge, wie beispielsweise die Zeitvorgabe. Aber da diese Frage eben immer kommt, wie die Frage auch nach den Seiten in Seminararbeiten und so weiter, deswegen sage ich dann so also etwa 5 bis 7, 8 Minuten, wie Sie wollen, etwa. Ein weiteres Kriterium, eine weitere Frage ist zum Beispiel auch, welches sind die Kriterien, nach denen ich dann die Videos bewerte? Und da zunächst einmal ist, die inhaltliche Qualität steht ganz weit oben. Also die Frage ist, ist es korrekt, was Sie entsprechend dargestellt haben? Ist es begrifflich präzise in Anlehnung an das, was Sie eben aus der Vorlesung gehört haben, in Anlehnung an die Theorien, die Konzepte, die Sie im Rahmen der Vorlesung kennengelernt haben? Diesen Bezug, den sollten Sie herstellen. Oder anders gesagt, die Theorie ist quasi Ihr Fundament für dieses Video und auf diese Theorie setzen Sie entsprechend das Video auf. Wenn Sie das nur auf Alltagstheorien, also das, was Menschen so über Medien denken, aufbauen, dann wird das Ganze ziemlich wackelig. Also dann ist das Fundament eher so etwas Sandiges, etwas Sumpfiges. Das bringt Ihnen nicht so viel. Also da lieber bleiben Sie bei den Theorien, bei den Konzepten, die Sie ja in der Vorlesung auch kennengelernt haben. Und auf dieser Grundlage, da setzen Sie entsprechend Ihr Video auf. Das heißt also, inhaltliche Qualität ist eines der wesentlichen Bewertungskriterien. Dann sollte es natürlich auch, aber das ist ja klar, einen Veranstaltungsbezug haben. Also erzählen Sie nicht irgendwas über Medien, sondern versuchen Sie sozusagen auch die Brücke herzustellen zwischen dem, was Sie in der Vorlesung gehört haben. Da ist ja durchaus eine breite Palette und da finden sich bestimmt auch den ein oder andere Anknüpfungspunkt. Also Veranstaltungsbezug ist natürlich noch ein Kriterium. Dann, Sie sind ja alle angehende Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, wäre es natürlich auch gut, wenn das Video eine gewisse didaktische bzw. mediendidaktische Qualität hat. Also
Warum haben Sie sich für dieses Format entschieden? Erkennt man, wenn man das Video anschaut, dass Sie bestimmte Aspekte hervorgehoben haben, die vielleicht das Verstehen vereinfachen? Dass Sie Einblendungen benutzt haben zum Beispiel, dass Sie etwas erklärt haben, dass Sie vielleicht ein Bild angeführt haben, wenn man vielleicht verbal mit verbalen Erklärungen nicht weiterkommt und so weiter und so weiter. Auch das ist ja etwas, das ist ja ein Aspekt, den Sie im Rahmen der Vorlesung auch im Kontext von Lehren und Lernen mit Medien, also der Mediendidaktik, ja auch kennengelernt haben. Und da wäre es natürlich auch toll, wenn Sie genau das auch, diese Erkenntnisse, die Sie ja später entweder in der Schule oder auch im pädagogischen Kontext einsetzen, wenn Sie die entsprechend auch im Video einsetzen, beziehungsweise zeigen, dass Sie da einen Sensus für haben. Und dann geht es natürlich auch um die Nachvollziehbarkeit Ihrer Argumentation. Also hängt das zusammen, folgt das Video einem gewissen roten Faden? Also kann man das nachvollziehen? Wenn Sie beispielsweise sich ausgesucht haben, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, ist das rund? Ist das nachvollziehbar für diejenigen, die sich das Video anschauen? Wenn Sie eine Frage geklärt haben, ist diese Frage dann auch am Ende des Videos geklärt? Ja? Also Nachvollziehbarkeit Ihrer Argumentation. Klar sollte es sein. Ja? Und dann natürlich auch ein weiterer Aspekt ist Originalität und Aktualität. Nicht ein Muss, aber möglich wäre es beispielsweise, dass Sie ein aktuelles Thema noch bearbeiten in Bezug auf Ihre Frage oder ein aktuelles Beispiel nennen. Originell darf es auch sein, auch da kein Muss, aber es darf sein. Was eher ein Muss ist, ist das nächste Kriterium, nämlich Zitationen. Also sind die Quellen, die Sie benutzt haben, vielleicht auch die Tools, die Sie benutzt haben, sind diese entsprechend angegeben? Und auch da sind Sie relativ frei. Sie könnten beispielsweise, es gibt Videos, in denen dann Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen einfach ein Zettelchen hochhalten, auf dem dann die Zitation steht, von dem, was Sie gerade erzählt haben. Oder Sie machen die Zitation mit kleinen Einblendungen im Video. Es geht ja mittlerweile relativ einfach. Oder wenn Sie es noch einfacher haben wollen, am Ende einen kleinen Abspann, in dem Sie die Zitation entweder auf eine PowerPoint-Folie, die Sie abfilmen, geht aber auch ein handgeschriebener Zettel, wenn es lesbar ist, den Sie dann entsprechend filmen. Wichtig ist nur, dass für mich, wenn ich das Video anschaue, für mich nachvollziehbar ist, welche Quellen haben Sie benutzt, und entsprechend wichtig ist natürlich dann auch für die Bewertung, dass diese Quellen, die Sie benutzt haben, korrekt angegeben sind, idealerweise auch weiterführend, also Zitationen, kurz gesagt. Und dann erlaube ich mir noch, Zusatzpunkte für besonders ansprechende Arbeiten, für kreative Arbeiten oder für besonders methodisch versierte Arbeiten zu vergeben. Aber das sind dann sozusagen die Extrapunkte, die Sie dann noch zusätzlich bekommen können. Also soweit zu den Bewertungskriterien. Noch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage, können wir zusammenarbeiten? Und auch da antworte ich so, wie Sie es sonst auch machen, wäre meine Empfehlung. Das heißt, ja, Sie können gerne zusammenarbeiten, aber es ist nun mal so, wenn es eine Prüfungsleistung ist, dann muss die eigene Leistung deutlich werden. Das heißt also, zunächst einmal ist es Ihre eigene Leistung, die Sie vorlegen mit dem Video, und in dem Moment muss auch jede und jeder, die oder der eine eigene Leistung abgeben möchte, ein eigenes Video einreichen. Aber das muss Sie ja nicht daran hindern, zusammenzuarbeiten, so wie Sie es üblicherweise machen. Beispielsweise, Sie inspirieren sich gegenseitig. Sie erzählen Ihrer Kommilitonin oder Ihrem Kommilitonen, was sie vorhaben. Lassen sich vielleicht noch Tipps und Hinweise noch oder brainstormen gemeinsam. Also das heißt, entwickeln sozusagen Ihre Idee kreativ weiter. Da ist man zu zweit oder zu dritt, ist man da immer auch ein bisschen kreativer, als wenn Sie das für sich nur daheim in der Stube machen. Also gerne sich inspirieren lassen, sich helfen lassen, sich unterstützen lassen. Was Sie natürlich immer auch machen können, was Sie ja hoffentlich auch bei Seminararbeiten, bei Bachelorarbeiten, Masterarbeiten machen, dass Sie die Kommilitonin oder den Kommilitonen bitten, Ihre Arbeit auch Korrektur zu lesen. Bei einem Video-Essay ist das vielleicht nicht so wesentlich, aber auch vielleicht zu testen in Bezug auf die Argumentation, sind Sie verständlich? Das heißt also, tragen Sie es erstmal, bevor Sie es aufzeichnen,
tragen Sie es einer Freundin, einem Freund oder einer Kommilitonin oder einem Kommilitonen vor und lassen sich eine Rückmeldung geben. Versteht man alles? Ist es genau so, wie Sie sich das gedacht haben? Oder müssen Sie an einer bestimmten Stelle vielleicht noch was ergänzen? Oder die Texte, die Sie einblenden, sind diese korrekt oder haben Sie sich irgendwo verschrieben? Ist da irgendwo ein Tippfehler? Also da sich ein Feedback geben lassen, eine Rückmeldung zu bekommen. Manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, wenn Sie irgendwie denken, ach, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, dass man jemanden hat, der sagt, nee, komm, lass uns mal hier und macht Ihnen einfach Mut. Oder ganz praktisch, vielleicht brauchen Sie auch jemanden, die oder der die Kamera hält bzw. die Kamera führt. Also Sie sehen, Zusammenarbeiten ist immer sinnvoll und natürlich dürfen Sie das entsprechend auch bei dem Video-Essay. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachdenken, beim Entwickeln, beim Experimentieren und beim Filmen Ihrer Video-Essays. Ich freue mich schon auf Ihre kreativen Ideen, auf Ihre Einfälle.